Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ortlaufs frei nun vom 18. Februar 2022. Dieser Beitrag ist ein bisschen kürzer als gewohnt. Ich war natürlich die meiste Zeit zu Hause, habe mich aber unterdessen wieder richtig gut erholt. Die Fäden von meinen Wunden sind gezogen worden und ich bin wieder voller Tatendrang. Beginnen will ich mit einem Video von Satoshi Kudo, einem Eisenbahnfreund aus Japan. Er war mit einem Luxuszug unterwegs. Das ist der Romance Car, ein luxuriöser Triebwagen, der zwischen der Hauptstadt Tokio und dem Naturparadies Hakone unterwegs ist. Ganz besonders der wunderbare Ausblick aus dem sogenannten Observation Car. Diese Bilder hat mir Satoshi Kudo geschickt. Er ist nicht nur ein riesengroßer Eisenbahnfan, sondern er ist auch der Besitzer eines Modellbahngeschäftes in Tokio. Es hört auf den Namen Rheingold. Einheimische und natürlich Touristen gönnen sich diese Ausfahrt, die etwa 1,5 Stunden dauert. Und dann befindet man sich in Hakone, einer Region, die bekannt ist für Berge und Seen. Und überall kommt man mit der Eisenbahn hin. Ziemlich klangvoll ist die Einfahrt in die Station Hakone Yumoto. Nicht ganz so komfortabel geht es bei Dieter Hofer aus Neustadt an der Weinstraße zu, aber die Freude, die Begeisterung für die Eisenbahn ist die gleiche. Die Feldbahnlok von 1936 hat Dieter Hofer von einem Feldbahnfreund restauriert erworben, und zwar 1989. Der Freund musste sich von dieser Lok trennen, weil seine Frau sagte, die Lok oder ich. Und das war das Feldbahnglück von Dieter Hofer. Jetzt kommen wir zur Modelleisenbahn und da gibt es zwei unterschiedliche Themenbereiche. Einmal der Winter und ein bisschen Weihnachten und dann schon der Vorfrühling. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, wir befinden uns in kalten Gefilden, in ziemlich kalten Gefilden. Und gleich geht es los mit einem Zug, der die Fantasie anregen soll und der auf den Namen Polarexpress hört. Er steht für Abenteuer, für Menschen auf dem Wagendach, für Schneestürme und Eiseskälte und für Spielspaß auf dem Wohnzimmerboden in der Spur 0 mit Fahrzeugen der amerikanischen Firma MTH, Mike's Trainhouse. Und der Wohnzimmerboden von Roger Großbarts hat noch mehr zu bieten. Beispielsweise eine Chichi-Wan mit einem Weihnachtszug. Alles festlich geschmückt. Nun gut, wir sind schon ein paar Schritte von Weihnachten entfernt. Aber eine Bahnstation mit dem Namen Nordpol kann man sich immer anschauen. Und Fahrzeuge, die auf dem Fußboden ihre Runden drehen, ein bisschen Krach machen und schön anzusehen sind, die gefallen zum Glück nicht nur mir, die gefallen auch noch anderen Spielbahnen. Und ich gehe davon aus, euch auch. Und habt ihr es schon bemerkt? Unterdessen ist auch die Weihnachtsdekoration verschwunden. Sie wurde wieder eingelagert bis zum kommenden Dezember. Aber jetzt geht es erst einmal in den Frühling. Und da ist Holger Meinl wie immer seiner Zeit ein wenig voraus. In seinem sonnendurchfluteten Garten ist ebenfalls seine Spur 0-Bahn unterwegs. Die Lokomotive, batteriebetrieben, eine T48 von Zeuke, ebenfalls die Personenwagen und der weiße LMS-Kühlwagen ist von Hornby. Milchtransport schreibt er auf der Eisenbahn vor dem Zeitalter der persönlichen Kühlschränke in jeder Wohnung. Also auch schon ein Weilchen her.
Und dann meint Holger noch, und jetzt drehen wir noch eine Runde. Das Wetter ist einfach zu schön. Recht hat er. Weiter geht es jetzt mit Revolutz und Hegerli, aber nicht mit einer neuen Episode, sondern die beiden wollen sich einfach nur bedanken. Es gab nämlich das eine oder andere Geschenk. Beide. Von Ortloff und Revolutz. Anbei ist eine Kleinigkeit aus Ostfriesland. Bitte teilen. Bitte teilen. Überlebenskekse. Ach, ist das großartig. Ah, das ist ja irre. Das gibt's ja gar nicht. Und das ist das Sandhorn-Gelee. Kandiszucker, oder? Und hier Kandis. Das ist ja der Wahnsinn. Tausend Dank. Das ist ja irre. Boah, und alles doppelt. Ja, du eins, ich eins. Tausend Dank. Das ist ja großartig. Vielen Dank an Rolf-Dieter Janitz. Und ebenfalls einen ganz herzlichen Dank an Hans-Jörg Weber aus Dresden, der uns dieses automobile Geschenk gemacht hat. Er konnte hier Gas geben, vorwärts, rückwärts, denke ich. Und hier konnte man dann steuern. Es ist großartig, dass ihr alles an uns denkt und diese wunderbaren Sachen schickt. Dux finde ich großartig. Ich hatte mal ein kleines Dux-Kino zu Hause, so zum Kurbeln. Habe ich, glaube ich, immer noch. Muss ich mal gucken. Aber das ist wirklich unglaublich toll. Typische 50er, 60er Jahre. Macht uns alle sehr glücklich. Aber leider, leider, wir haben mal die Batterien da reingemacht. Geht nicht. Tut mir leid. Wer kann uns einen Tipp geben, wie man diese Fahrzeuge wieder in Gang setzen kann? Das Fahrzeug vor uns, das bekommen wir wieder in Gang. Es lag zwar 15 Jahre bei mir im Regal, aber für Revolutz und Hegerli ist das zum Glück kein Problem. Heute ist Freitag, heute ist eigentlich Stammtisch, aber nur eigentlich, weil unser Stammtisch wird um einen Tag verschoben. Morgen feiert unser Restaurant, das Lehen und Karin, 6 Jahre. Seit 6 Jahren ist das Lehen in der Hand von Karin und da sind wir natürlich eingeladen und wir bringen auch ein kleines Geschenk mit. Ich verrate euch schon mal was. Das hat uns Andreas Schönfeld von Minitrains gebaut für die Karin. Blumen und ein passender Wagen für unseren Zug. Und den Zug, den lassen wir jetzt einfach mal fahren. Wie das Fest war, das sage ich euch am kommenden Freitag. Anstoßen und dabei mit der Eisenbahn spielen. So geht es zu bei unserem Stammtisch mit dem Namen Lokomotive Ochseplatz. Jedes Stammtischmitglied hat natürlich einen eigenen Wagen. Jede Bedienung, Karin ebenfalls, das ist ja klar. Und es gibt auch eine Lokomotive namens Ochseplatz. Also wir sind richtig gut ausgestattet. Das war Ortloffsfrei nun vom 18. Februar 2022. Danke für euer Interesse und ich freue mich auf ein Wiedersehen heute in einer Woche. Macht's gut, bis denn und tschüss. Und da fährt das Züglein dahin. Stammtisch und Eisenbahn spielen. Eine wunderbare Kombination. Zum Weiterempfehlen.